viele Seilbahn fahren. Aber in den Dolomiten geht's quasi nicht anders. Psst, ich sag's niemand. Bitte rein. Ich glaube, das Wetter ist die Strafe fürs Sessellift-Fahren. Warum die Sonne scheint doch? In deinem Herzen oder was? Überall. Ja. Das ist flüssige Sonne. Alpina Schämling. Nein. Hallo, da ist ein Lift. Warum sollte man den nicht benutzen? Guten Morgen. Heute wird Dolomiti Super-Skitag. So, wie war das so schön? Die Belastung der Muskeln wird durch Belastung der Kreditkarte ersetzt. Wie schaut es denn hier aus im Sommer? Pizlaila, ich krieg mich nicht mehr ein. Bauen Sie es dann im Winter wieder ab, die ganzen Seen. Die spinnen die Dolomitis. Gib mir Kraft in den Oberschenkel. Claudia, kannst du auch beim S4-Trail noch lachen? Aber klar doch. Ja dann, ist ja alles in Butter. Nicht mehr lachen beim Gondelfahren. Ich lache total, das sieht man doch an meinen Augen. Ja, unbedingt. Das ist schon eine ziemlich minimalistisch-futuristische Station, oder? Da finde ich also die Claudia. Ziemlich geil. Der Blick hier ist allein der Blick hier. Oh, grazie mille. So muss ein Trailtag enden. So muss ein Tag enden. Ein Trailtag, ich glaube 10.000 mindestens. Sollte eigentlich ein Singletrail sein, aber da am Reiterjoch sieht es überall so aus. Die Gegend ist ein Chaos. Hoffentlich geht es hier wenigstens durch. Eieieiei. Ich glaube, die Singletrails sind ziemlich kaputt hier in der Gegend. Ja, das sieht irgendwie furchtbar aus. Naja, schieben wir mal noch ein bisschen da durch und wenn es nichts wird, dann. Fahren wir irgendwo runter. Ja. Und wieder eine brandneue Forststraße, die auf keiner Karte drauf ist. Scouting Mission negativ verlaufen. Ja. Jetzt fahren wir hier einfach mal runter, das wird schon irgendwo hingehen. Was machen wir jetzt? Ja mei, gibt schon noch so ein paar Trails durch die Wälder, aber
Ich fürchte, die sind alle flachgelegt. Und die Trails kommen nicht wieder. Thea ist auch anstrengend, oder wie? Vor allem, wenn man versucht, mit dem Zorro mitzuspurten. Dann spurten wir noch mal ein bisschen. Schneller, schneller, komm. Schneller. Ich hab noch ein paar hundert. Nein, nur noch ein paar zehn. Ah. Wo ist der Weg? Wenn die jetzt drei Schritte vorwärts macht, sind wir Matsch. Macht sie aber nicht. Ach so? Stefan hat eine neue Freundin. Die heißt Bartus. Ja, aber es ist eindeutig ein Mädchen. Und sie mag dich. Ja. Ich möchte jetzt der Kuh entkommen. Auf der Suche nach dem Zeltplatz. Okay, die Aussicht passt schon mal. Geil. Mitten im Wald und auf einmal. Das war jetzt Zelt aufstellen in 30 Sekunden. Mhm. Bester Zeltplatzfinder der Welt. Das ist unfassbar. Da donnert es schon. Auf der Karte geguckt, gesagt, da könnte ein guter Zeltplatz sein, hergefahren, Zelt aufgestellt. Claudia, ist das Regen, was da kommt? Ich glaube, es kommt direkt auf uns zu. Ich gebe uns noch 30 Sekunden. Ich finde Zelten bei Regen total romantisch. Schauen wir mal, ob wir trocken bleiben heute Nacht. Ich sage, ich zeig dir den Film mit gleich in Slowenien. Nein, nein. Das Zelt steht heute wie eine Eins. Ja, Blitz und Donner. Ich glaube, es zieht direkt über uns. Zumindest laut dem Bericht. Neue Biker-Mode oder was? Knieschoner und Kleidchen. Warum? Ach so. Das ist doch die schöne Schredli-Hose. Ja. Ich habe gestern voll einen roten Riss eingemacht. Ich finde dem Kleidchen-Biken eh viel cooler. So ein bisschen Radweg fahren ist auch nicht so schlecht. Aber es wird stürmisch heute Nacht. Aber Hauptsache die Aussicht passt. Wald verstecken kann sich ja jeder. Du denkst, der letzte Tag ist ganz leicht? Pustekuchen. Mountainbike-Route 784, haha. Das ist vielleicht deine E-Bike-Route. Freue dich. Jetzt kommen 60 Höhenmeter S5 bergauf. Super. Aber es stand in der Karte. Ja. Man kann nicht sagen, wir hätten es nicht gewusst. Wo ist die Sonne? Wenn wir Glück haben, ist das der höchste Punkt. Juhu! Wo bleibt das Juhu dazu? Ja, eben. Gardasee! Ich sehe ihn noch gar nicht. Es ist so viel Dunst am Gardasee. Ja, ich kann das Eis schon riechen. Coole Straße. Kilometer.
So geht es nicht. Ja. Doch, so geht es. Mm. Oh, das ist großartig. Diese Gnocchi, die schmelzen auf der Zunge. Und diese Mischung aus Pfifferlingen und frischen Kräutern. Oh, das ist das Beste, was ich nie gegessen habe. Die letzte Szene.